Liebst du deinen Beruf? Ich liebe den über alles, ja. Alle Architektur ist Beziehung? Sie ist Beziehung? Okay. Ich meine, das ist sowas wie eine Kultur für unser Büro. Zentrieren, dass wir klar denken und einfach fühlen, machen. Diesem Autismus herauskommt jetzt über mein selber so, die Lösung. Es geht allein erstmal darum, ein Problem zu definieren. Insofern brauchen wir gar nicht unsere Vorstellung in Frage zu stellen. Die wollen wir ja gar nicht haben am Anfang. Was wir schon gepflegt haben, ist so eine Kultur, jeder darf eine Idee einbringen. Jeder darf an dem Entwurfsprozess teilhaben. Aber wir nehmen uns heraus, dann zu sagen, wir bestimmen, welche Idee wir weiterverfolgen. Ob die zu den Grundfesten passt, die wir für uns beide mal entwickelt haben, was wir unter guter Architektur verstehen. Gute Architektur macht aus, dass sie einfach ist, dass sie nachvollziehbar ist, dass sie schlüssig ist. Verbindet sich mit dem Ort, der Kultur und hat eine Seele. Also für uns ist gute Architektur etwas, was auf der einen Seite pragmatisch ist, was man erklären kann, warum das so ist, und was auf der anderen Seite aber eine gewisse Poesie entwickeln kann, in der Form, dass man sagt, es ist etwas mehr als nur rein die Lösung eines architektonischen Problems. Und die Poesie, das ist der interessante Punkt. Wie kommt denn die dann rein? Also denn wir wollen nicht Bauten machen, sondern wir wollen Architektur machen. Das heißt also, es sollte von der banalsten Hütte auch ein poetischer Mehrwert entstehen, mehr oder weniger. Man muss nicht affektiert sein, es geht nicht um Effekte. Es geht darum, dass man, wenn man einen Augenblick Zeit hat, vielleicht in den Dingen auch mehr sehen kann, als eben 2000 Quadratmeter, um Pappkartons abzulegen oder etwas anderes. Poesie entsteht auch manchmal zufällig. Poesie entsteht auch so über das einfach eine gewisse Form des lateralen Denkens, dass man so spielerisch sich dieser Situation nähert und Dinge ausprobiert und plötzlich merkt, an dieser einen oder anderen spinnerten Idee ist plötzlich etwas dran und unter Umständen erfordert das auch, dass man dann komplett neu das Ding anpacken muss und zu komplett neuen Ansätzen kommen kann. Worum geht es denn eigentlich grundsätzlich, ist auch, glaube ich, so ein Lieblingsspruch von Michael. Was ist denn? Was ist wirklich nötig, um die Problembewältigung zu machen? In der Regel hat Architektur ja reale Gründe. Und dann an einem bestimmten Punkt auch komplett damit zu brechen und zu sagen, was sind denn andere Aspekte und herauszuarbeiten, welche Aspekte bei einem bestimmten Problem sehr weit im Vordergrund stehen. Ich sage mal, bei einer Kirche steht natürlich nicht das Verhältnis von Nutzfläche zu Raumvolumen im Vordergrund, sondern es steht im Vordergrund, dass vielleicht eine Mystik entsteht. Ich glaube, was uns gelingt, ist aus Aufgabenstellungen bestimmte Ansätze herauszumändeln, die sehr einfach, sehr pragmatisch daherkommen, die aber trotzdem noch eine andere, eine poetische Dimension entwickeln können. Ich sage wieder ein Beispiel neben dem Problem, es fehlt ein Bürgersaal mit 500 Plätzen und klimatisiert und so weiter. Was ist eigentlich das Problem? Das eigentliche Problem ist, dieser Bürgersaal steht vielleicht auf der Insel Mainau und hat einen bestimmten Zauber in der Landschaft oder was auch immer. Das eigentliche Problem finden. Die Kernzelle ist die A. Das ist der traditionelle Architekt. Jemand kommt herein und sagt, ich brauche ein Hochregallager wie dieses. Was könntest du uns anbieten? So, aber dann kommt die Frage, was kostet das? Wie lange braucht das denn? Und dann würden wir in unserem Büro eben zur B gehen, würden die Geschäftsführer von der B dazu holen und würden sagen, guck mal, wir haben den Gedanken. Schätzt mal, was das kostet. Und das ist auch separat. Also es mischt sich nicht, dass ich dann vielleicht möchte, dass das sehr wenig kostet, sondern der sagt, ich habe meine Verantwortung für die Kosten. Das kostet viel, viel mehr. Und so geht das weiter. Das Detail auf der anderen Seite vom Maßstab her heißt jetzt, wir haben ein Gebäude und brauchen eine bestimmte Leuchte. Und dann würden wir anfangen und sagen, lass mal gucken, wir brauchen eine Leuchte, die irgendwie in der Decke verschwindet, die es auf dem Markt nicht gibt, und würden die entwickeln. Und so spielt das zusammen. Und was man sonst so mit sich selbst alleine ausmachen würde, wenn man jetzt nur eine Gesellschaft wird, ist eben dann klar, da gibt es jemanden, der guckt jetzt nur auf die Kosten, der guckt nur auf die Details oder nur auf den Städtebau oder nur, wie sich da die Teile innerhalb dieses Gebäudes bewegen und vertritt diese Aspekte.
dadurch, dass auch klar ist, wer steht dafür, kann man das wunderbar akzeptieren. Und räumlich, genau das ist das Wichtige, es ist ein großer Raum und auch der Austausch findet ständig statt. Weil das Gesamtresultat ist natürlich hinterher wie früher bei meinem Vater auch ein Haus. Also wir sind hier in der Nassauischen Heimstätte, das ist eine große Wohnungsbaugesellschaft und das sind 50er Jahre Bau. Und was wir gemacht haben, wir haben die Qualitäten, die es hatte, das Treppenhaus, wunderbare Terrazzoarbeiten, eine geschwungene Treppe, die hochführt, ein Bild an der Wand. Alle diese Qualitäten haben wir rausgearbeitet, aber die Gebäude, die Bürostruktur haben wir komplett verändert. Also wir haben sie offener gemacht, wir haben Glastrennwände eingebaut, wir haben versucht, die Qualitäten, die in dem Treppenhaus drin waren und die in dem Büroraum wahrscheinlich auch mit der Zeit einfach verloren gegangen sind, in den neuen Anforderungen, natürlich schalldichter, besser gedämmt und so weiter, neu herzustellen. Und dann gibt es so Elemente hier, wo man einfach sagt, die sind klar erkennbar neu. Sowas hätte es früher nicht gegeben. Da gibt es diese Kassenanlage, die man da vorne sehen kann. Das sind so Teile, die sind eben eigenständig und man erkennt, die sind aus dem Ende des 20. Jahrhunderts und nicht aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Aber ich denke, im Kern geht es darum, und deshalb ist es für uns Architektur, im Kern geht es darum, dass wir das Wesen der vorhandenen Gebäude aufspüren und schauen, was dazu passt, um es neu zu machen. Insofern ist es aus unserer Sicht ein sehr kreativer Akt. Ich glaube, wir beide finden, dass dieses Spiel von einerseits sehr bewusst neue Architektur zu denken, auf der einen Seite ist etwas, was uns interessiert, und das andere, dass man etwas aufgreift, was da ist, sich damit auseinandersetzt, auch plötzlich Dinge entdeckt, die einem bei der eigenen Architektur gar nicht so unterkommen und dann daraus, aus diesem Spiel mit den Eigenarten des Bestandes und der Eigenarten der Entstehungsgeschichte, daraus was zu entwickeln, was so seinen ganzen eigenen Reiz entwickeln kann, das macht uns viel Spaß. Die Infobox war unser Durchbruch. Ja, die Infobox war ein Projekt, was uns sicher über Frankfurt hinaus bekannt gemacht hat. Es war ein kleiner Wettbewerb und der Wettbewerb verlangte nach einem temporären Pavillon. Wir hatten eher daran gedacht, ein Zelt oder eine Zeltkonstruktion, die man hinterher wieder wegräumen würde. Infobox gab es nicht als ein Gebäudetyp. Bau doch mal eine Infobox, sondern es ging ja damals darum, quasi ein dreidimensionales Bauschild zu generieren. Und die Form, zu der wir gefunden haben, aus bestimmten Überlegungen des Ortes heraus und der Aufgabe, hat es dann erst zur Infobox gemacht. Das Hochregallager hier von Erko fanden wir immer ein super wichtiges Projekt, weil es so banal ist. Unsere mediale Welt interessiert sich für Architektur, wenn es Star-Architektur ist, im Museum, irgendwo. Dumm ist natürlich 95%, 98%, 99% der Bauten stehen um uns rum. Einträchtigen wie die Luft, wie die Atmosphäre und unseren Alltag. Und es wäre an für sich ja viel wichtiger, da die Baukultur zu haben. Normalerweise sind Bürogebäude immer konstant tief, 13, 14 Meter ist im Büroraum tief. Aber danach kommen die wirklichen Fragen, nämlich die, was drückt das Haus aus? Und es gab da so ein Schlüsselwort in dem Briefing, was stattfand, um diese Architekten auf diese Aufgabe einzustellen, das war sich selbst erklärendes Design. Und wir hatten uns gedacht, wenn wir jetzt ein Gebäude für Braun machen, dann muss es mal mindestens ebenso gut sein wie dieser schlichte Begriff selbsterklärendes Design, selbsterklärende Architektur. Also ein Gebäude, was sehr schnell zu erfassen ist. Wo ist denn da der Eingang? Wie findet man sich da zurecht? Wie ist es strukturiert? Auf der anderen Seite aber eben auch etwas, was Braun auch ausmacht, ist eine sehr große Qualität in dem technischen Know-how, sehr weit zu sein, State of the Art. Und nichts anderes ist in der direkten Umsetzung Fassade im Zusammenspiel mit der Haustechnik, wie man in diesem Gebäude umgegangen ist.
Die erste Entscheidung, die wir getroffen haben, war das Schrecklichste an diesem Konzentrationslager. Es ist die dreieckige Mauer, die außen rumläuft, die 2,80 Meter hoch ist, die sozusagen von einer lapidaren Kleinheit eigentlich ist, also diese Mauer. Ne? Dass sich diese 2,80 Meter sozusagen von Tod zu Leben trennen, das ist so beleidigend, wenn es wenigstens eine Burgmauer von 10 Metern gewesen wäre. Ne? Die erste Entscheidung war, das Gebäude darf auf keinen Fall höher sein als diese Mauer. Es muss flacher sein. Wir hatten ja schon mal eine Baumassenstudie gemacht. Und wie kann sich das Museum überhaupt entwickeln? Was gibt es da für Chancen? Und haben gesagt, das können wir können eigentlich ganz schlecht da irgendwas dazu tun, ohne den Charme dieses Ortes dann zu verletzen. Und wir haben dann gesagt, es wäre vielleicht doch gut, sich mal damit auseinanderzusetzen, unter die Erde zu gehen und da zu gucken, ob man da nicht das Glück findet, aber nicht auf eine Art und Weise, wo man sagt, da vergräbt man jetzt alles und da möchte man nichts mehr sehen, sondern auf eine selbstbewusste und selbstverständliche Art. Der interessante Punkt an einem Museumsbau ist ja genau dieses Spannungsverhältnis. Du brauchst Räume, in denen du völlig ungestört die Kunst angucken kannst. Was spielt die Architektur für eine Rolle, wenn ich auf das Bild schaue? Auf der anderen Seite ganz genauso selbstverständlich der Raum eine Qualität entwickeln muss. Ein schönes Museum eben. Wesentlicher städtebaulicher Aspekt war, wie kriegst du denn jetzt einen neuen Stadtteil emblematisch sozusagen eingebunden? Und das war unsere städtebauliche Idee. Wir brauchen einen schlichten Zylinder, einen Turm, der rund ist. Das hat auch eine aerodynamische Funktion. Der Turm steht ja sehr nah am Main als Frischluftschneise. Und das Runde erinnert an all die Frankfurter Eingangstürme aus dem Mittelalter. Eschesheimer Warte und alle diese Türme sind runde Türme. Und in gewisser Weise ist der Westhafenturm ja auch ein neuer Eingangsturm von Frankfurt, wenn man über die Friedensbrücke kam. Und die Art und Weise, wie wir mit diesem zylindrischen Baukörper des Westhafen Towers umgegangen sind, ist auch einem pragmatischen Ansatz geschuldet gewesen, dass wir nämlich es uns gar nicht erlauben hätte können, mit gebogenen Scheiben zu agieren, weil die viel zu teuer gewesen wären. Wenn du aber einen runden Turm mit geraden Glasscheiben baust, dann sieht das alles andere als elegant aus. Dann facettieren die so. Und wir haben uns dann Gedanken darüber gemacht, wie kriegen wir etwas rein, was rund erscheint, ohne dass es rund ist. Und unsere Antwort darauf war, wenn du das in Dreiecksform machst, dann kriegst du einen schillernden Lichteffekt rein. Und die dann, je nachdem wie das Licht da drauf fällt, das Gebäude extrem rund macht, ohne dass es rund ist. Es ist absolut minimal Material für diesen Zweck, was du brauchst. Es ist sehr raffiniert konstruiert, diese Glasscheibe außenrum ist die Stabilität für das ganze Teil. Und das ist auch wiederum diese pragmatische Schönheit vielleicht. Und natürlich ist es auch zum Träumen. Was soll man sonst in einem Baumhaus machen? Und es steht in gewisser Weise eben auch für die ganze Architekturidee des Büros damit. Von wem jetzt? Von dem Kant. Schönheit ist die Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes dazu. Ich glaube, das ist ja etwas, was auch die Designer, die guten Designer immer für sich in Anspruch nehmen, dass man es dann geschaffen hat, wenn diese Selbstverständlichkeit einkehrt, wenn man nicht mehr über die Form diskutiert, sondern wenn man ein Ding einfach benutzen, gebrauchen kann, es bewohnen kann, darin arbeiten kann, sich darin orientieren kann, sich in etwas wohlfühlt, dann hat man es erreicht, dann ist gute Gestaltung entstanden. Das ist doch sehr schön. Es wäre ein Traum von uns als Architekten, das alltägliche Leben so zu machen, dass wir uns klar über den Zauber werden, den unser Leben hat. In allen Aspekten, in den Aspekten von Museumsbesuch bis zu wie kommt ein Pappkarton mit einem Strahler von Erko zum Endverbraucher.